Guten Abend am Nikolaustag, ihr lieben Rambazamba-Schnäppchen-Freunde. Heute nichts zu verkaufen, nein, heute der Aufruf zu unserer Kinder-Weihnachtsaktion, die wir jedes Jahr haben. Und zwar sollen alle bedürftigen Kinder hier aus der Region, aus unserer Nachbarschaft, wieder hier zum Rambazamba-Markt kommen. Dieses Jahr am 23.12. Der 23.12. ist ein Samstag. Normalerweise machen wir diese Aktion ja immer an einem 24. am Weihnachten, das ist aber dieses Jahr Sonntag und da können wir natürlich nicht, da haben wir zu, ja, da sind wir alle zu Hause. Damit aber am 24.12. alle Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben, rufe ich alle Bedürftigen hier mit auf, kommt hierher zu uns nach Bad Gandersheim am Samstag, den 23.12. ab 13 Uhr machen wir bis 16 Uhr, solange Menschen mit Kindern da sind, unsere Kinder-Weihnachtsgeschenkaktion. Alle Kinder sollen für den Weihnachtsmann, wir haben einen Weihnachtsmann hier und wir sind die Helferchen, ein Bildchen malen, was basteln, einen Wunschzettel fürs kommende Jahr schreiben, damit es besser wird fürs nächste Jahr. Dieses Jahr war Weihnachten vielleicht nicht so schön, das ist gar nicht schlimm, wenn es mal in der Familie nicht so gut läuft und wenn man hier oder da mal einen Engpass hat und aus Umständen einfach den Kindern kein schönes Weihnachtsfest gestalten kann. Die Kinder sollen darunter nicht leiden. Wir machen viel, viel, viel. Wir haben ganz viele Paletten Ware geholt. Wir haben Süßigkeiten, wir haben warme Socken, wir haben Unterwäsche, wir haben Kuscheldecken, wir haben Kuschelbärchen, wir haben Spielzeug, wir haben jede Menge Süßigkeiten. Bringt eine große Tasche mit, einen großen Sack, große Beutel. Kommt hierher, wenn ihr zu Hause dieses Jahr nicht so viel habt. Und wir werden dafür sorgen, dass eure Augen strahlen und dass die Kinder ein schönes Weihnachtsfest haben. Okay? Sagt allen Bescheid, die irgendwie, die ihr kennt, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der einfach nicht so viel hat. Okay? Ladet die ins Auto. Ladet selber zum Helfer. Bringt die hierher am 23.12. ab 13 Uhr und dann werden wir die beschenken. Bei uns ist Weihnachten. Bei uns muss keiner ohne Geschenk nach Hause kommen. Jetzt fragen immer ganz viele, warum, Alex, machst du das? Das kann ich sagen, warum ich das mache. Ich habe selber Kinder, ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade 11 geworden und ich kann mich erinnern, vor 4, 5, 6 Jahren, wie die noch im Kindergarten, in der Vorschule war, da hat man dann, die Kinder haben sich gegenseitig gefragt, wie ist es denn, was hast du denn zu Weihnachten gekriegt? Da waren ganz viele Kinder, die dann rumgedruckst haben, die weggeguckt haben, die einfach nichts bekommen haben, die nichts hatten oder nur eine Kleinigkeit, ein kleines Auto, irgendeine Kleinigkeit. Klar kriegen die viel Liebe, klar kriegen die viel Zuneigung zu Hause, mit Sicherheit, aber ein Geschenk und eine schöne Bescherung zu Weihnachten gehört hat für mich einfach auch dazu und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf Kinder treffen, die man fragt, was hast du denn zu Weihnachten bekommen und die sagen nichts und sind ganz traurig und gucken weg und schämen sich und sind Außenseiter. Das gibt es bei uns nicht. Wenn ihr jemanden kennt, egal, ihr braucht auch keine falsche Scham haben, dass hier irgendeiner mit dem Finger auf euch zeigt und sagt, guck mal, die kommen hier und holen was ab. Nein, 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 das gibt es bei uns nicht. Bei uns könnt ihr kommen. Wir haben ein großes Herz. Ich habe ein großes Herz, mein Team. Wir haben so viel Ware besorgt. Ja, und wenn es einem gut geht und man Glück selber im Leben hatte, und das vergesse ich einfach nicht, vergesse auch nie, wo ich herkomme, dann muss man das weitergeben. Und wenn jeder in seiner Nachbarschaft irgendwas tut und ich in meiner Nachbarschaft die nächsten 10 Kilometer, die nächsten 20 Kilometer euch dazu aufrufe, kommt hierher, wenn ihr nichts habt. Das ist nicht schlimm. Ihr kriegt eine Umarmung, die kostet nichts. Mhm. Ihr kriegt ein Lächeln von uns, das kostet nichts. Ihr lächelt uns zurück an und wir machen euch eine Tüte voll. So einfach ist das. Und dann ist alles gut und dann haben wir alle schöne Weihnachten. Okay? Also kommt vorbei, fasst euch ein Herz, ladet die Kinder ein. Und wenn ihr selber, wie gesagt, ein guter Engel sein wollt, macht ein Auto, fahrt die Leute hierher, sorgt dafür, dass sie irgendwie herkommen, unterstützt die, spricht denen Mut zu, okay? Und kein Kind muss irgendwie an Weihnachten sitzen und kein Geschenk haben, okay? Wir haben für alle ganz, ganz viel. Kommt vorbei, macht irgendwie Kommentare. Wenn ihr auch was dazu tun wollt, kommt gerne hierher, kauft einen Gutschein, kauft irgendwelche Süßigkeiten, kauft Spielsachen, bringt irgendwas, bringt es hierher, wir verteilen es. Wir haben Leute genug, wir haben das super organisiert, wir machen das 5. Jahr und ja, was soll ich dazu sagen? Kommt einfach am 23.12. ab 13 Uhr hierher und wir werden für Bescherung sorgen. Okay?
Also, bis dahin, wir werden euch schon mal erinnern, vergesst es nicht, für die Kinder. Tschüss, ihr Lieben, bye bye.